Nach so einem knappen Spiel, wie würdest du den Erfolg dieser Veranstaltung bei diesem Ziel beurteilen? Ja, großer Erfolg. Ich glaube, wenn man das Spiel sieht, ja, es war ein enges Spiel. Am Schluss könnte es auf beide Seiten kippen, aber ich glaube, die Fans haben ein bisschen bekommen, was sie wollen. Und wie gesagt, am Schluss will ich das Resultat ein bisschen zur Seite geben und einfach es als ein kleines Volksfest anzusehen. Und es war ein super Spiel. Die Fans hatten sicher Freude. Und ja, dass es so eng war, hat es noch spannend gemacht. Igo, how hard were you pushing for a goal there? Yeah, I had my chances, but I didn't go in now, so hope we'll get in during the new season. The right side, second row. Nico, wie hast du den Match erlebt? Aus deiner Sicht, hast du so können spielen, wie du erwartet hast, und bist du auch nervös gewesen, oder wie ist es gewesen? Ja, am Anfang bist du sicher ein bisschen angespannt gewesen, und ja, wir hatten ein paar Chancen gehabt, aber grundsätzlich ja, ist okay gewesen. Vor allem im zweiten Drittel hatte ich das Gefühl, es war nicht so gut gewesen, aber erst im dritten Drittel haben wir eigentlich gut können spielen und unsere Fähigkeiten können zeigen. Und ja, aber mit den Chancen sind sie halt hinter nicht gekommen. Nico, there was drama, there was excitement, goes to overtime. Do you think that you guys provided the kind of experience and showcase of the NHL at its highest level and hockey at its highest level, if you will, for the fans? Yeah, I mean, a game like this was for sure a great game for the fans. I mean, to see it's tight, a tight game. It's always something going on, and you don't know if they score or we score. So it's a good game for the fans. I think nobody wants to leave early at this game, so it was good. Du weißt ja, wie die Stimmung in den Stadien in Europa ist, wie die Fans angefeuert werden, besonders hier in Bern. Für viele von deinen Kollegen aus Nordamerika war es was ganz was Neues, auch gerade, dass sie am Ende vom Spiel noch von den gegnerischen Fans nochmal angefeuert wurden. Und ich habe Brian Boyle nochmal aufs Eis gehen sehen, ganz alleine und sich feiern lassen von den Berner Fans. Haben deine Kollegen schon was dazu gesagt, was das für sie für ein Erlebnis war, so eine Stimmung zu kriegen? Ja, ich glaube, für sie ist das sicher auch ein einmaliges Erlebnis. Solche Fans, es ist anders in Nordamerika. Und wenn man vor solchen Fans spielt, haben wir gesehen, Boyle hatte Freude und ging nochmal raus. Und haben wir gesehen, dass er Freude hatte, die Welle zu machen. Und das ist sicher etwas Spezielles für ihn auch gewesen. Es wird sicher auch in Erinnerung bleiben bei ihm. Nico, wie war es gegen deine Ex-Kollegen von Bern spielen? Und hast du das Gefühl, da hat es auch noch ein, zwei drin, die auch in der NHL spielen könnten? Es war sicher, aber wie gesagt, am Anfang speziell gewesen. Aber am Tür hat es ein kleines Schmunzeln gegeben. Aber wenn der Bug auf mich ist, war es eigentlich ein normales Spiel gewesen. Aber es war sicher cool gewesen, gegen die zu spielen. Und, ja, also ganz klar, ich glaube, wenn man gewisse Spieler anschaut von diesem Team, haben ein grosses Potenzial. Ich kenne sie als Spieler und ich finde, sie haben sicher Potenzial für einen Talent zu kommen. Nico, thank you very much. You're dismissed. Do you have questions for Mirko? Mirko, Coach John Hines putting you in that starting lineup to have that nice appreciation from the fans. What was that like for you, that moment? Yeah, it was great. It's always great coming back and just enjoying the atmosphere, obviously, and very nice of the fans too. Yeah, to give me that, round of applause, and it's been a great experience so far. So I really enjoyed tonight. Third row on the left, Sergei. Mirko, for fans who wanted to come tonight to see a game at a high level, do you think that they got the experience of a lifetime, seeing the drama, the excitement, going to overtime, and ending the way that it did? Yeah, I think it was definitely a pretty good game for the home fans. Their team played really well, made life hard for us. We didn't play very well
the second period. I think we kind of bounced back in the third, and yeah, they got a big goal, obviously, at the end. Two very nice goals they scored, and just glad we could get the win in overtime. Second row on the left. Mirko, ich habe Nico gerade schon eine ähnliche Frage gestellt. Ziel der Veranstaltung war es, Werbung für die NHL und für Eishockey zu machen. Nach diesem Spiel würdest du sagen, die Ziele wurden erreicht? Ich glaube schon, ja. Also die Zuschauer, ja, es klingt, als wären sie sehr im Spiel dabei gewesen und haben es sehr genossen, ja, einfach das ganze Spiel zu schauen. Und ja, hat sicher viel Werbung ja, gebracht für, ja, für die NHL und für die Devils auch. Und wie gesagt, es war bis jetzt ein super Event, super organisiert und ja, top. Ja, ich glaube, die 35, 40 Billet gekauft für heute Abend. Einfach für mehr Freunde und so. Die Familie war dabei, aber es hatten viele Kollegen so dabei, die da waren. Darum, ja, es war schon sehr speziell, mit dem Team von Amerika hier zu spielen. Und wie gesagt, ausverkauft zu Hause. Also, es war wirklich eine Top-Atmosphäre. Two more questions, third row. Mirko, obviously when you have an NHL team and a Swiss League team, I think a lot of people kind of have expectations for how they think that'll go, but in a game this tight, you know, how do you and how did your teammates think about the way Essieber played and pushed you guys? Yeah, I think it was a bit of a weird game. I think we started off well. We had a lot of puck possession, a lot of ozone time, and it's obviously different kind of on the big ice. I think you're tempted a bit more, I think, to just kind of drift to the outside a bit instead of just trying to go to the net. I think we didn't do the best job of that. But like I said, Burn played really well too. I think they played to their identity and they counterattacked well and had some good rushes. We got lucky early on. Keith played really well in net. I think, like you said, I think it's a bit it seems the gap seems bigger than it actually is. I think especially like I said, I'm playing on the big ice too, not making any excuses, but it's definitely a different type of game. But like I said, I'm just glad we got the win at the end. Last question, Mike. Mirko, I'm just curious your reaction to how the crowd responded with Nico and the ovation they gave him. Yeah, I mean, he's obviously the new face of Swiss hockey, I think, already last year, and now obviously even more after tonight. Obviously people know him already, at least the fans here. I think a lot of people kind of got to know who he is, and obviously local boy, they really enjoy watching him play. He's a great kid, obviously, and really, really modest. And there's really nothing bad to say about him, so I think that ovation was well deserved.